heute habe ich für dich drei weitere gesunde Tassenkuchenrezepte. Ich habe ein Video dieser Art schon mal gedreht. Das ist noch lange, lange her. Damals hatte ich auch noch eine Mikrowelle. Mittlerweile habe ich nur einen Backofen, aber darin geht das genauso gut. Das dauert dann nur ein bisschen länger. Und alle Rezepte, die ich dir in diesem Video zeige, kannst du entweder in der Mikrowelle oder auch im Backofen machen. Und eines davon ist sogar vegan. Und die sind gesund, weil die ohne Industriezucker auskommen und ohne weißes Mehl und ohne irgendwelche anderen komischen Zusatzstoffe, die man darin nicht haben möchte. Deswegen freue ich mich umso mehr, diese Rezepte heute mit dir zu teilen. Und wenn du eines dieser Rezepte nachkreierst, dann verlinke mich unbedingt in einem Beitrag oder in deiner Story auf Instagram. Ich würde mich riesig freuen, deine Kreationen davon zu sehen. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Rezept. Starten wir mit dem veganen Apfel-Zimt-Tassenkuchen. Dieser Kuchen ist super saftig und ein Must-Try für alle Apfel- und Zimtliebhaber. Du benötigst einen halben Apfel, die Schale habe ich dran gelassen, einen gehäuften Teelöffel Kokosöl oder alternativ Butter, einen halben Teelöffel Zimt, eine Prise Salz für intensiveren Geschmack, einen halben Teelöffel Backpulver, Honig oder eine Sirupart deiner Wahl für mehr Süße, Mehl. Ich verwende hier einen Mix aus Dinkelvollkornmehl und Haferflocken. Und ca. 5 Esslöffel Milch. Ich habe hier Hafermilch verwendet. Die Milchmenge richtet sich ein bisschen nach Konsistenz des Teiges. Gib also gerne noch etwas mehr Milch hinzu, falls der Teig noch zu trocken ist. Wenn dein Kokosöl auch noch fest ist, dann gib es einfach für 2 bis 3 Minuten in den 150 Grad vorheizenden Ofen. Dann lässt es sich gleich viel besser mit den anderen Zutaten vermengen. Den Apfel habe ich dazu in kleine Würfelchen geschnitten. Falls du den Tassenkuchen in der Mikrowelle machst und nicht im Ofen, empfehle ich, den Apfel mit dem Kokosöl zusammen vorher für eine halbe Minute in die Mikrowelle zu geben. Dann wird er am Ende schön weich. Das gebe ich dann zusammen mit der Milch, dem Zimt, dem Honig und dem geschmolzenen Öl in die Tasse und gebe nach und nach das Mehl dazu. Was ich auch sehr empfehlen kann, ist etwas Schale einer Bio-Zitrone dazu zu geben. Das schmeckt dann richtig schön frisch. Das wird dann alles gründlich miteinander vermengt und für 20 Minuten in den vorgeheizten Ofen gegeben. Und wenn der Kuchen dann aus dem Ofen kommt, riecht die ganze Küche frisch nach gebackenem Apfelstrudel. Das riecht so himmlisch. Der kleine Kuchen ist super fluffig und saftig und der Zimt schmeckt gebacken nochmal 10-mal intensiver. Ich habe übrigens Bio-Zimt verwendet. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als der Zimt, den man im Supermarkt kaufen kann. Wenn du also auch so ein tolles Zimt-Erlebnis haben möchtest, dann schau mal in die Infobox, da habe ich dir meinen Zimt und noch weitere Zutaten verlinkt. Du könntest übrigens für eine nicht-vegane Abwandlung noch ein Ei mit in die Tasse schlagen, dann wird der Teig etwas fester. Ich finde das Rezept aber gerade, weil es so saftig ist, so genial. Weiter geht's mit dem Sesam-Blaubeer-Tassenkuchen. Was brauchen wir dafür? Natürlich Sesam, am besten in Mousse-Form. Daher verwende ich hier Tahini. Aber sei hier gerne kreativ, es funktioniert auch jedes andere Nussmus. Dann kommen da noch Blaubeeren rein und wieder ein Mix aus Vollkornmehl und Haferflocken, eine Prise Salz, ein paar Esslöffel Hafermilch, ein Ei, Kokosblütenzucker oder andere Süße deiner Wahl, Backpulver und Kokosöl. Als ersten Schritt habe ich die Milch mit dem Ei, dem Nussmus und dem Zucker vermengt. Dann habe ich natürlich das Öl zu lange im Ofen gelassen und das war schon halb am Kochen. Daher stelle dir dafür vielleicht einen Timer und verbrenn dich bitte nicht. Dann kommt das Mehl dazu, die Beeren und das Backpulver. Und alles wird mit einer Gabel zu einem gleichmäßigen Teig verrührt. Das kommt genauso lange wie der erste Kuchen in den Ofen. Ach, ich backe übrigens gerne mehrere Kuchen auf einmal im Ofen, wenn er schon mal an ist. Das ist ein bisschen energiesparender. Und ich finde, Tassenkuchen schmecken am nächsten Tag genauso gut, wenn nicht noch besser, wenn man sie im Kühlschrank lagert und dann zum Beispiel zum Frühstück isst. Und auch dieser Kuchen ist sehr schön fluffig geworden. Ich stelle mir den mit Erdnussbutter auch super lecker vor. Falls du das mit anderen Zutaten ausprobierst, lass mich gerne wissen, welche Nuss- und Fruchtkombi du am besten findest. Und dann sind wir schon beim dritten Rezept angelangt. Und zwar ein, Trommelwirbel, Schoko-Himbeer-Tassenkuchen. Was brauchen wir dafür? Natürlich Schokolade. Ich verwende hier Bio-Kakaopulver und die 85% Schokolade vom Lidl. Das ist in meinen Augen einfach die allerbeste und cremigste Schokolade überhaupt. Dann verwende ich noch Kakaonips für den Crunch, die sind aber optional. Und für die Süße nehme ich wieder Kokosblütenzucker. Der ist unraffiniert und damit gesünder als Haushaltszucker, weil er einen weniger starken Einfluss auf deinen Blutzuckerspiegel hat. Wieder Kokosöl, damit der Kuchen schön saftig wird. Himbeeren, ein Mehl-Haferflocken-Mix, ein Ei, eine Prise Salz und Backpulver. Die Schokolade habe ich in kleine Würfelchen geschnitten, aber natürlich eignen sich Schokodrops hier genauso gut.
Und dann habe ich die Milch, das Ei mit dem Zucker und dem Salz, dem Kakao und Öl grob miteinander vermengt. Dann kommt der Mehl- und Haferflockenmix dazu und wird mit den restlichen Zutaten verrührt. Anschließend kommen die Kakaonips, die Schokowürfel, das Backpulver und die Himbeeren dazu. Tassenkuchen machen ist wirklich kein Hexenwerk. Der kommt dann wieder für 20 Minuten in den Ofen und wird danach mit den restlichen Schokostückchen verziert, die dann richtig schön schmelzen. Der Kuchen ist einfach so schokoladig und durch die Himbeeren zugleich schön saftig und fruchtig. Ein Träumchen. Falls du es gerne noch süßer magst, rühre eine zermatschte Banane mit unter oder gib einfach einen Esslöffel mehr Kokosblütenzucker hinzu. Bon Appetit! Und das war's mit diesem Video und mit meinen drei gesunden Tassenkuchenrezepten. Ich hoffe sehr, dir hat dieses Video gefallen und du probierst ein Rezept davon aus. Falls ja, zeig mir deine Kreation unbedingt bei Instagram. Ich würde mich riesig freuen, deine Tassenkuchen zu sehen und dein Feedback zu diesen Rezepten zu erfahren. Und ich verlinke dir jetzt hier noch zwei weitere Rezepte-Videos von mir. Und ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist. Also, bis dann. Tschüss.